Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Breath Edge. Freunde, herzlich willkommen zurück. Oh Gott, wer jetzt das erste Mal einschaltet, denkt sich ja, dislike, but fish passt. Okay, Freunde, apropos Spaß. Es gab in der letzten Episode einen Unfall mit meinem Moped. Mein Moped ist weg. So, jetzt haben wir folgende Dinge sind geschehen. Ja, nur um das mal kurz zu erklären, was überhaupt geschehen ist. Ich bin jetzt nach der Episode noch ein bisschen rumgeflogen, hab gedacht, ja gut, vielleicht finde ich das Ding wieder, dann ist es mir selber aufgefallen. Es gab einen fiesen Crash anscheinend, die Haltbarkeit war nicht mehr groß, ich habe selber nochmal reingeschaut und der Typ hat auf uns geschossen und beim Abstoßen des Staubsauger-Mopeds ist wahrscheinlich dann genau das geschehen, wovor ich Angst hatte, es ist kaputt gegangen. So, jetzt kommt das Ding. Ich habe im Internet ein bisschen geschaut. Wie kann man das wiederfinden? Ja. Und viele Menschen stehen vor demselben Problem wie ich. Das Ding wurde kaputt gemacht und sie können kein neues bauen. Jetzt habe ich habe auch schon einen Kommentar bekommen. Ich weiß leider nicht mehr, wie du heißt, lieber netter, armer Kommentarschreiber, der dasselbe Schicksal teilt wie ich. Das Ding ist, ich habe noch nicht genug Module gescannt. Sagen wir es mal so, nennen wir es mal so. Um überhaupt zu wissen, wie man denn so ein Apparillo baut. Weil anscheinend, ich habe jetzt, pass auf, ich bin losgeflogen und da war irgendwo da war so vor diesem, da wo alles verbrannt ist. Ich wäre übrigens fast abgefackelt, hab's aber, konnte es nochmal vermeiden. Ich habe Lykoplasma gefunden. Hier um dieses Ding herum waren so ein paar Container am Start, die mir, ich habe Lykoplasma gefunden. Da habe ich mir gedacht, geil, jetzt kann ich natürlich gehen und den Staubsauger erforschen, ja. Aber viele Menschen haben gesagt, nachdem man den erforscht hat, braucht man ein gewisses Modul, um den zu bauen. Und diese Module haben wir nicht. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf die Suche nach Modulen. Und bevor wir das machen, achso, ich öffne das mal. Ich habe hier irgendwo, guck mal da. Ich habe so Container und in jeweils beiden waren zwei Lykoplasma drin. Und ich habe eine Unterhose gefunden. Wo ist die jetzt? Da. Eine Unterhose habe ich gefunden. Ein Foto von einem Weltraumauto. Bringt mir aber nicht viel. Eine Sporttasche habe ich gefunden. Also das ist unterwegs auf meiner Reise passiert. Ich wollte verschlüsselte Memos hier mitnehmen. Ich habe ja davon so ein paar gesammelt. Die dürften sich ja hier irgendwo in den Koffern... dürften die sich ja breit machen. Und ich würde jetzt als erstes sagen, ich gehe die verschlüsselten Bänder mal einlösen, um einfach ein bisschen Kram zu kriegen. Ne? Und irgendwas muss ich mir jetzt einfallen lassen, weil, gut, ich reise jetzt nur noch mit der Hälfte der Geschwindigkeit, aber Leute, was soll's, ne? Was soll's? Irgendwas müssen wir ja machen. Ich gehe jetzt erstmal verschlüsselte Bänder einlösen. Vielleicht kriege ich dann nämlich noch ein paar heiße Koordinaten für ein paar heiße Boys and Girls. Die irgendwie ihren Kram so gestalten, dass sie heiß sind und heiß bleiben. Was redet Kreis da schon wieder? Ja, ist die große Frage. Er versucht seine Schmach irgendwie herauszureden, sich aus... Ja, geht aber nicht. Mist, Leute, echt. Also wirklich, das hat echt wehgetan. Das hat echt wehgetan. Jetzt würde ich allerdings gerne... Und, ich habe was anderes gefunden, was wir auch gleich mal machen könnten. Oh, wie viele Sauerstoffstationen hier überall verteilt sind. Tja, es gab wohl diesen Unfall. Und ja, da ist es passiert, ne? Aber ich weiß jetzt, wo ich diese merkwürdigen Elektrozellen herkriege. Die kriege ich von den Geschütztürmen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut zu wissen. Weil man kann die wohl alle abstellen. Jeder Geschützturm hat so ein Modul. So wie ich das festgestellt habe, zumindest so wie ich den Verdacht habe, dass die Geschütze alle so Module haben. Allerdings kommt jetzt wirklich der spannende Part des Spiels, so, und ich habe echt meine Schnellreisemöglichkeit vergessen. Ist jetzt, ja, es kostet mich Gesamtspielzeit einfach, ne, weil ich jetzt hier ständig irgendwie rumfliegen muss und so ein Kram. Und es ist halt nicht unbedingt the way I wish to live. So, ich hätte es gerne anders gehabt, aber was soll's. Ich werde erstmal hier noch ein paar Koordinaten, kann ich bereits. Was? Ist das alles, was er mir anzeigen kann? Wow.
dafür habe ich jetzt die... Oh Gott, okay. Es wird ja immer geiler, Leute. Es wird ja immer geiler. Ne, Moment, hier ist der Ausgang, oder? Ja. So, gut, das hat schon mal nichts gebracht. Ich dachte, wenigstens hier kriege ich jetzt irgendwie ein paar geile, heiße, neue, super krasse Koordinaten. Haben wir nicht gekriegt. Ist das da Alkali? Nee, das ist Eis. Schade. So, Alkali mitnehmen ist halt auch immer geil. So, jetzt habe ich dieses Fahrzeug erforscht. Ich brauche auch einen Anzug, der wärmeresistent ist. Ich hoffe, dass ich diesen wärmeresistenten Anzug in diesem Militärmodul finde. Wie ich jetzt aber genau in dieses Militärmodul komme, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich diesen Polizeiroboter am Eingang einfach verprügeln kann. Oh, und ich habe eine Blaupause gefunden. Ich habe eine Blaupause gefunden für den ultimativen Klöppel. Ne? Der ultimative Klöppelschlüssel. So, was sagt eigentlich... Oh, mein Scanner ist auch kaputt bald schon wieder, ne? Okay. Braucht ein Scanner Batterien? Ich hoffe nicht. Batterien sind nämlich auch so Mangelwale. Mangelwale. Ja, das sind so ganz kleine Wale mit Mangelerscheinungen. Auch Modelwal genannt. Die ernähren sich nämlich nur von Wattebällchen, die sie vorher in Orangensaft tauchen. Ist vegan, ne? Muss man ja sagen. Aber nicht meine Wahl der Nahrungsmittelergänzung. Okay, vielleicht müssen wir da hochfliegen. Aber da gibt's... Doch, da gibt's Sauerstoff, ne? In dem Ding drin. Okay, okay. Aber im Allgemeinen haben wir die Strahlung jetzt schon mal ein bisschen gesenkt. Was mir persönlich gut gefällt. So, Dalle. Ich gucke mal eben. Ausrüstung, Werkzeuge, Scanner. Metall, Batterie natürlich und Glühbirne. Öffnen. Metall, Batterie und Glühbirne. Habe ich alles jetzt nicht hier oder was? Willst du mich eigentlich? Ne, mir geht echt das Metall aus, Leute, ne? Glühbirne hätte ich da. Eine, Alter. Hatte ich nicht mal voll viele Glühbirnen? Was habe ich damit gemacht? Da ist noch eine, okay. Also wir brauchen Metall und Batterien anscheinend. Beziehungsweise Alkali. Alkali hätte ich aber auch drei Päckchen. Gut, also brauchen wir eigentlich hauptsächlich erstmal Metall. Noch ein dickes Isolierband. Also davon habe ich ja jetzt auch. Ne? Ich sag's jetzt und da sag ich, habe genug und am Ende. Ne, ihr wisst, wie es ist. Ja, so, dann suchen wir jetzt erstmal ein bisschen Metall. Und schauen, ob wir noch ein paar Module irgendwo scannen können. Die haben wir schon gescannt hier, ne? Im Prinzip müssen wir jetzt hier alles anfliegen und... Naja. Irgendwie gucken, dass wir jetzt zurechtkommen. Irgendwelche neuen Module finden. Kram finden. Das ist jetzt die nächste Queste, auf die wir uns begeben. Okay, Sauerstoff reicht auf jeden Fall bis da hinten hin. Habe ich notfalls noch? Ja, okay, habe ich noch. Hä? Okay. Dann nehme ich mal hier meinen Klöppel. Denn mit meinem Klöppel. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Na, hört doch auf, mich hier zu ärgern. Glühbirne nehme ich mit, Batterie. So. Und Baukasten auch mit. Ey, Kabel können wir auch mitnehmen. Ist immer gut. So,
Was kann ich hier scannen? These don't look like standard filters. According to the blueprints, this is a handmade eavesdropping device. Eine Toilette. Someone is trying to get confidential information in a rather twisted and not quite legal way. Schere, Plastik, Mist. Naja gut, ich scanne die Toilette einfach, um sie zu haben, ne? So, haben wir das auch? Toilette? Wunderbar. So, wir haben noch knapp 100 Sauerstoff. Vielleicht fliegt er kurz mal hier rein. Ich habe ja meinen Elektroanzug, das heißt, ich dürfte ja von der Seite ohne Probleme hier in dieses Modul hinein, oder? Toll, mein Scanner ist natürlich jetzt im Arsch. Und ich war so schlau, noch kein Metall mitzunehmen, weil ich weiß nicht, ob hier drin was ist, was ich nutzen kann. Aber wir haben hier eine kleine Metallparty am Start. Die feiern wir auch gerne mit. Hey. Ah, okay. So, schauen wir mal. Hier ist noch mehr Metall. Können wir notfalls, machen wir dann veredelten Balken raus. Ne? Ist alles kein Ding. So, hier elektrifizierend werden wir nicht mehr. Ah, so, lassen wir uns doch erstmal hier schön den Lümmel kraulen in der alten Station. Okay, da komme ich schon mal nirgendwo hin. Aber hier, okay, großes Aquarium scannen. Hm. Ja, machen wir erstmal. Weil wir wollen ja auch noch irgendwann eine dicke Space Station bauen, oder? Habt ihr Bock drauf, ne? Ich hätte da schon Bock drauf, mal irgendwann auf eine dicke Space Station. Was haben wir hier? Eine Blaupause für großes Wohnmodul. Habe ich nicht schon? Großes Wohnmodul? Hier haben wir noch ein bisschen Trinky-Trink. Da ist noch ein bisschen Salt and Pepper. Ach, guck mal, da ist noch eine Sauerstoffkerze. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Wasser, Hammer. Nochmal hier so ein kleines Snackpaket. Okay, also hier muss ich auch nochmal rein zum Scannen. Die Tür geht nicht auf. Hm. Nicht nur ein Salty Bag. Was haben wir denn da? Noch ein bisschen Harzel. Irgendwann müssen wir auch wieder Treibstoff produzieren. Ja, guck mal, hier ist auf jeden Fall noch Kram zu holen, so ein bisschen. Ein Gründerfoto. Ja, wir könnten natürlich, aber das sind 12.000 Meter. Das ist ein bisschen sehr weit. Müssen wir mal gucken. Und hier an den Sachen nur ein bisschen vorbeifliegen und schauen, ob es da irgendwas Scannbares gibt. Ich meine, da Richtung Biomodul sind wir jetzt schon, ne? Was ist denn hier noch? Da ist ja auch noch irgendwas. Kann ich jetzt noch nicht scannen, aber ich wüsste gerne trotzdem. Was da drin ist. Aus der Ladung ist hier nichts elektrischer, oder? Nee. Ja, wir müssen jetzt leider gemeinsam durch diese Leidensphase, Leute. Leider muss das sein. Forschung des Raketenstaubsaugers ist abgeschlossen. Sehr gut. Gerät, hier kann ich nichts machen. Was war denn hier zum... Was genau kann man hier scannen? Hier so ein Behälter oder was? Ist auch noch Essen. Oh, und hier ist noch ein... Haha. Wichtig. Glühbirne. Wo ist die Batterie, die da immer drin ist? Kabel?
Plastik? Keine Batterie im Radio? Scannen Stromvorrat. Oh. Ich will Stromvorrat haben. Okay. Naja, okay. Ich muss jetzt erstmal zurück und einen Scanner bauen. Und dann schauen wir nochmal. Ich fliege mal hier durch zurück. Hier noch irgendwas finden kann. Aber anscheinend habe ich das Scannen zu sehr, naja, dem Zufall überlassen. Okay, ja, ja. Untersuchen Wand. Genosse, leiste einen Beitrag zu unserer Sicherheitswand. Sie begannen vor langer Zeit mit dem Bau einer Mauer an den Außengrenzen der Galaxie. Oh. unterstützt durch Gelder von Menschen, die sich mit dem Problem befassen. Viele Menschen waren von der Idee besessen, mögliche außerirdische Eindringliche auszuschalten, obwohl es eine, meiner Meinung nach besser wäre, eine Pyramide zu bauen. Denn eine solche Art Menschen, um ihr Geld zu betrügen, ist viel übliger. The grandiose construction has not yet been completed due to serious financial and ethical problems. Or perhaps because of its complete uselessness. Okay, verstehe. Guck, jetzt sind wir wieder hier. Hier hatte ich ja auch schon mal geschaut, ne? Guck mal, das ist doch nur noch 500 Meter entfernt. Das auch, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier näher am Sauerstoff. Vor 20 Meter noch. War ich da schon drin? Wie lange hatte ich schon keine Sauerstoffnot mehr? Und jetzt passiert's wieder. Mal gucken, ob wir jetzt dann irgendwo bei dem Moped... Ich meine, wir haben jetzt die Moped-Blaupause haben wir jetzt erforscht. Das war das geheime... Die geheime Operation, die ich mit dem Plasma machen konnte. Jetzt ist nur die Frage... ja, ich weiß... So, da liegt... Oh. So, das reicht. Hier war nichts mehr zum Scannen drin, oder? Nö. Toll. Jetzt habe ich nicht genug Sauerstoff getankt oder was? Oh Gott. Kreis. Viele haben auch schon gesagt, bau mal deine Station ein bisschen aus. Ja, ne, ich brauche mehr Blaupausen und vor allen Dingen Materialien. Und dann würde ich auch meine Station, sage ich mal, komplett umsetzen. Aber im Moment ist das halt mein wichtigstes Habitat zum Survivalen in Space. Und ansonsten habe ich ja nichts. Ne, wenn man jetzt später noch mehr Material finden kann. Beziehungsweise gibt es irgendwie... Ich weiß nicht, ob es... eine Art Teleporter gibt. So, dann dringen wir mal ganz sanft ein in die Station. So. Bo, 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 bo. So, wir haben den Raketenstaubsauger gelernt. Seht ihr? Und hier ist er nicht bei. Kacke. Module, Blöcke. Ich habe einen neuen Block. Toilette. Sprechanlage. Sauerstoffgenerator, Stromgenerator, Luftschleuse, Forschungstisch.
Okay, das hat schon mal so alles nichts gebracht. Trotz alledem muss ich meinen Scanner bauen. Scanner ist jetzt gerade sehr wichtig. Noch eine Batterie und Plastik und Glühbirne. Warte mal, ich habe ja noch. Ich habe ja noch Alkali hier. Boah, es hat schon lange gedauert, bis ich dieses Plasma gefunden habe, Leute. Ne? Das ist schon echt hardcore. Also es ist nicht so einfach mal eben alles gemacht, ne? Es ist nicht so einfach mal eben alles gemacht, ey. Und das nervt mich, dass dieses Ding kaputt ist. Und ich muss irgendwo dieses Transportation-Modul oder so, glaube ich, finden. Und ja, habe ich nicht. Ein Plaste fehlt noch, der Plastefuchs. Wo ist er denn, der Plastemetz hier? Da ist noch einer. Ich werde jetzt erstmal zwei Scanner bauen. Das ist wichtig. Wir brauchen das wirklich, Leute. Es muss weiter hart gescannt werden. So, und den Rest packen wir hier rein, ne? Ja. So, dann hätte wir das auch. Der hat nur noch 9 Haltbarkeit. Heckenschere haben wir noch dabei. Reparaturwerkzeug ist auch noch da. Okay, mir reicht es jetzt auf jeden Fall erstmal, dass ich den Scanner wieder habe. So, da liegen so da lade. Also dort gibt es auch noch Dinge zu scannen. Das heißt, ich fliege jetzt erstmal hier rüber. Und scanne dort noch eine Runde. Und vielleicht will ich da oben auch nochmal hin. Weil das sackelt schon echt ein bisschen hart, ne? Dass wir jetzt nicht irgendwie einfach mal eben schnell Ersatz bauen können. Ach, da oben ist die explodierte Kuh, da will ich doch gar nicht hin. Wir wollen hier lang. Und gucken. Hä, ist es nicht? Habe ich da nicht angefangen? Okay, nee. Ist das dieser große Farbdings da? Wir wissen es nicht genau, aber ich habe noch ein paar Sauerstoffkerzen dabei. Ich muss mich jetzt leider in dieser Geschwindigkeit erstmal fortbewegen. Das sieht auch noch nach Station aus da. Was war da oben? Da oben war die Militärbasis, genau da. Und hier unten gab es Lykoplasma, irgendwo da, hier an diesem durchgekotzten Ding da. Allerdings nur in Dosen. Es gab noch so Dinger, die aussahen, als wollten sie, dass ich dort was farme. Aber wenn ich da zu nah ran bin, kam direkt hot, 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 hot. Und deswegen bin ich da gar nicht erst nah genug dran gekommen. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal dahin. Oder dahin? Gehen wir dahin. Schauen mal, was es hier für Module gibt. Zumindest scannbares Zeug ist ja hier. Hier brauche ich ja zum Glück noch keine Waffe. Und ich werde auch auf kurz oder lang, werde ich mal einen Blaster bauen müssen, ne, um einfach diese ganzen Polizeiroboter, die aus irgendeinem Grund aggressiv gegenüber mir eingestellt sind, einfach um diese irgendwie zu vernichten. Sie wollten mich zuerst vernichten, ja. So, was kann ich hier scannen? Da, scannen. Stationsstatus Bildschirm. Okay, nice. Cool. Metall. Okay, hätten wir das. Da ist noch ein Fragezeichen und da hinten ist auch noch was zum Scannen. Hier eventuell auch. Sauerstoff habe ich jetzt erstmal nicht in der Nähe. Das heißt, ich werde gleich ganz elegant so, was ist hier? Hallo? Untersuchen, verbesserte Taschenlampe. Oh, die brauchte ich nicht mal scannen.
Ach so, ich dachte auf F ist Flashlight wegen Taschenlampe, aber nee. Hä? Ach so. Hä? Okay, okay. Was haben wir hier noch zum Scannerin? Hallo? Aua. Eine Korridorschleuse, okay. Sauerstoff. So, jetzt können wir wenigstens die großen Kerzen mal ausnutzen. So, das hätten wir doch auch jetzt hier gescannt. Und ansonsten ist hier nichts, oder was? Gibt's ja nicht mal hier wenigstens so eine kleine gerade Sauerstoffkerze für einen Mann, der quer durchs Weltraum, durch den Weltraum reist, Nö, gibt's nicht. Aber so eine Riesentaschenlampe ist natürlich toll. Auch wenn die große Taschenlampe nur symbolisch erscheint. Ja, gut, ne? Haben wir das gemacht? Jetzt ist die große Frage, wo wollen wir hin? Weil da wird es zu heiß. Da wird es definitiv zu heiß. Wie sieht es mit dieser Laserkanone hier aus? Ich habe das Gefühl, wir werden alle in diesen Planeten stürzen oder in seinen Mond da drüben. Ganz allein fliegen wir durch den Weltraum. Auf der Suche nach Liebe. So, ich würde trotzdem gerne nochmal hier oben reinschauen. Vielleicht finden wir hier was, was uns weiterbringt. Aber hier gehen wir jetzt schon wieder die Gefahr ein, dass hier gleich irgendwelche fiesen Polizeiroboter mit ihren Frozen-Joghurt-Kanonen auf mich schießen. Und da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. A very competent pipeline distribution. Okay, aber hier kann ich was scannen. Das ist schon mal gut. Mal gucken. Oh, hier ist ganz viel Metall. Oh, hier haben wir doch schon mal wieder so ein Wandmodul. Das gefällt mir auch immer ganz gut. Was auch immer das ist. Scannen. Verbesserte Kommunikation. Okay, cool. Hier ist so ein bisschen Spaceship-mäßig was. Okay, aber zum Scannen bringt mir das nichts. Ressourcenfarmen kann ich hier natürlich richtig gut. Ansonsten ist hier nichts. Hm. Schade. Ja, das weiß ich. Nee. Da unten ist noch was. Die Frage ist, komme ich da hin ohne to dine? Ja genau, hier hatte ich das Geschütz abgeschaltet. Hier wird es gleich warm. Hier wird es auf jeden Fall bald warm. Aber hier gibt es Dinge zu finden. Da ist noch eine Station. Habe ich noch Sauerstoffkerze? Ja, okay, ich habe noch eine. Oh, wenn wir jetzt in der Overtime sind. Ich glaube, ich fliege mal jetzt hier in das Service-Modul. Da speichern wir kurz. Dann machen wir eine Pause. Den hier hatte ich schon abgeschaltet. Das war hier das Modul. Hier fliegt ein bisschen, also wenn einer Lykoplasma braucht, hier in der Nähe findet ihr auf jeden Fall was. Je nachdem, ich weiß nicht genau, wo es war. Ich bin hier auf jeden Fall ein bisschen rumgeflogen. Aber hier kann man was finden.
Und hier findet man auch die Blaupause für den Superschaber. Und hier kann man sich noch gefahrenlos außerhalb der Hitzezone aufhalten. Weil das ist echt warm, Leute. Oh, da unten ist ein Sarg. Sehe ich gerade. Habe ich noch genug Sargkraftgeneratoren? Hier der Server, der hat auch noch eine Dreierhaltbarkeit. Aber egal. Wir wollen den. Nichts drin. Naja. Das da oben ist auch noch so eine kleine Station, die aussieht, als könnte man was scannen. Das da vorne. Ja. So, hier, der Typ. Der hat nämlich hier den verbesserten handlichen Schaber. Ich kann ihn leider nicht aufheben. Ich konnte ihn nur scannen. Ach ja, und das Steuerrad habe ich gescannt. Stimmt. Hier ist auch noch ein Prozessor drin, falls ich irgendwas craften will für unterwegs. Ist auf jeden Fall eine ganz gute Station hier. Für Plasma- und Freundesucher weltweit. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Und ja, Operation Moped ist die nächste Operation. Oder halt, naja, so machen wir wenigstens ein bisschen Progress. Wisst ihr, was ich meine? So kann man mal links, rechts gucken, so lernt man neue Module bauen, weil dann können wir uns auch mal um die Space Station kümmern irgendwann. Die kleine Süße. Jetzt noch kleines, aber irgendwann wird sie groß, mächtig und spektakulär. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal, reingehauen und ciao.